Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Annika Frier heute hier haben. Für diejenigen, die Annika noch nicht kennen, Annika ist ehemals Alumni unserer Kunsthochschule. Sie hat eine rasante Karriere hingelegt. Ihr Weg hat sie nach Offenbach geführt, wo sie mit ihrer Promotion abgeschlossen ist. Und sie ist jetzt seit anderthalb Jahren Professorin an der Muthesius Hochschule in Kiel für Design, Wissenschaft und Research. Und ich freue mich, dass sie heute Abend hier sein kann und ich bin sehr gespannt auf ihrem Vortrag, der, glaube ich, auch aus der aktuellen Forschung ist, also jetzt sozusagen das nächste große Buch, das sich in Vorbereitung befindet. Und es berührt ein Thema, mit dem wir uns ja auch schon ein Stück weit in unseren Seminaren beschäftigt haben, nämlich die Frage nach dem Digitalen und natürlich auch nach den postdigitalen Praktiken, die ja eigentlich ein Stück weit mehr in dieser Kunstdiskussion verortet sind. Und ich denke, du machst da heute einen ganz interessanten Aspekt auf und ich freue mich im Anschluss auf eine hoffentliche rege Beteiligung an der Fragerunde und würde jetzt das Wort übergeben. Danke. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ja? Danke, Sandra, für die tolle Einführung und vor allem für die Möglichkeit, dass ich die Kunsthochschule Kassel, die ich natürlich auch während meines Studiums sehr lieb gewonnen habe, wieder besuchen kann. Ja, vor genau zwei Jahren habe ich an dieser Stelle, also am Montag, den 23.05.2016, bereits einen Vortrag gehalten, der zu so einem ähnlichen Thema ging. Damals habe ich aber eher so noch sehr eng an dem Thema meiner Doktorarbeit weitergeforscht und habe so ein bisschen unterschieden zwischen dem Design der Designer und einem Design der Maker. Da ging es auch um Digitalisierungsprozesse und Materialität. Heute interessieren mich zwar ganz ähnliche Fragen wie damals. Ziel meiner Untersuchung ist ja jetzt aber weniger entlang eines möglicherweise anachronistischen Designbegriffes zu arbeiten, der vor allem auf das eigene des Designs schaut, also diese radikale Unterscheidung zwischen den Dilettanten und den Designern aufzumachen. Mich interessieren jetzt mehr Übergänge und Grenzbereiche, die sich besonders dort formieren, wo das Design an andere Wissensbereiche anschließt, also an die Ingenieurwissenschaften und an die Programmierung. Und aber weiterhin auch dort, wo Design in die Sphäre des Dilettantismus hineinreicht. Das sind für mich inzwischen alles gültige Formen des Designs, die es sozusagen zu untersuchen und zu verstehen gilt. In meinem Vortrag möchte ich also die Frage untersuchen, inwiefern der Begriff des Postdigitalen interessant sein könnte, um zeitgenössische Designströmungen zu verstehen. Mit diesem Buzzword Postdigitalität werden in den letzten Jahren vor allem Arbeiten der bildenden Kunst adressiert. Also wir erinnern uns an die Ausstellung von Susanne Pfeffer im Fredericianum. Arbeiten der sogenannten Post-Internet-Art sind gekennzeichnet von einer neuen Hinwendung zur Materialität vor dem Hintergrund digitaler Medien, insbesondere digitaler Bilder. Also die bekannteste Plattform für diese Arbeiten ist das DIS Magazine, wovon ich hier den Screenshot zeige. Aber ich will natürlich nicht über das Postdigitale in der bildenden Kunst sprechen und das Postdigitale ist, das könnte einem Media so erscheinen, als ob es vor allem ein Phänomen der bildenden Kunst wäre. Aber es ist eben nicht allein ein Sonderfall der bildenden Kunst. Es hat längst auch andere Gesellschaftsbereiche erfasst, insbesondere das Design, in dem wegen der Eigenlogik des Entwerfens stets neue Medien, Darstellungsformen und Materialitäten zusammentreffen. Also man könnte sogar sagen, dass das Design die Disziplin par excellence ist, wo sich sowas wie Postdigitalität formiert. Heute sind im Design insbesondere neue Entwurfsprozesse zu beobachten, in denen das Analoge und das Digitale keinen Dualismus mehr bilden, also keine harte Unterscheidung mehr bilden, sondern sich eher wechselseitig bedingen. Mein Vortrag möchte also diese Phänomene und die hier angedeuteten Begriffe in einen losen Zusammenhang setzen. Und ich beginne aber erstmal dort, wo ich sozusagen mit meiner Forschung angefangen habe, und zwar in Istanbul. Als im September 2012
Die erste Istanbul Design Biennale eröffnete, die unter dem Titel Adhocracy neue Produktionsverfahren versammelte, waren 3D-Drucker, Maker und Nerds in aller Munde. Die von Joseph Griemer und Elia Stefer kuratierte Biennale zeigte zum Beispiel einen von dem belgischen Design-Duo Claire Vanier und Dries Verbruggen entwickelten Keramik-3D-Drucker, der in einem generativen Prozess gestaltete Tassen produzierte. Ich glaube, wir alle kennen diesen Drucker. Im Sinne einer Adhocracy sollten Bastler der nächsten Generation anhand digitaler Produktionsprozesse eine dezentrale, demokratische und lokale Produktionsweise etablieren. Und das knüpfte an den utopischen Gedanken der Umweltbewegung der 1970er Jahre, wo auch das für das Konzept der Ausstellung und für mich selbst, für meine Arbeit der maßgebliche Text Adhocism, The Case for Improvisation von Charles Jenks und Nathan Silver entstand. Also das mal so jetzt zum Hintergrund. Die Kuratoren der Ausstellung sahen in der Digitalisierung von Do-it-yourself-Strategien einen für das etablierte Design wichtigen Punkt. Ich zitiere: "For the first time, the prospect exists of an equivalence of influence between the strategies of states or corporations and the tactics of individuals, and in response, established structures of power are quickly evolving." Zitat Ende. Also es geht darum, und das ist jetzt, kann man jetzt quasi schon historisch betrachten, diese Ausstellung, weil inzwischen viel passiert ist natürlich im Design. Es geht sozusagen darum, dass eben die Macht von etablierten Organisationen durch das Postdigitale sozusagen gebrochen wird. Und mein Interesse ist es, sozusagen, das jetzt auch zu überprüfen und zu überlegen, ob das wirklich auch stattgefunden hat, und auch zu überlegen, was ist jetzt heute das Interessante an diesen Do-it-yourself und an diesen postdigitalen Strategien. Ja, diese Ausstellung ist eingeschlagen, und in den Designmedien und Feuilletons bestand eine große Aufregung. Die neuen Produktionstechniken, so hieß es, würden bald allseits verfügbar sein und dann in jedem Wohnzimmer die Produktion von Alltagsdingen übernehmen. Deswegen war auch dieser Keramik-3D-Drucker so beliebt, weil der eben das Endmaterial Keramik schon gedruckt hat und nicht so ein Übergangsmodellbaumaterial. Jeder, so die Hoffnung, könnte von nun an ein Designer sein. Das Alice Rostron, eine bekannte Designkritikerin, hat dann diesen Artikel in der New York Times veröffentlicht: "In the shifting world of product design, the user now has a voice." Und in der FAZ wurde geschrieben, dass in jedem Kinderzimmer demnächst eine Fabrik steht und der Star Trek-Replikator endlich Realität werden wird. Interessanterweise haben schon Berliner Journalisten Holm Friebe und Thomas Ramge ganz ähnliche Ideen 2008 formuliert, also vor 10 Jahren, und dieses Buch publiziert, das immer noch sehr spannend ist. Ja, und was ist dann jetzt passiert mit dieser Marke Eigenbau und den aktiven Prosumenten, die bei Friebe und Ramge proklamiert werden? Inzwischen haben amerikanische Start-ups und Silicon Valley-Entrepreneure darin auch nochmal eine große Chance gesehen und weniger im Blick gehabt die Ermächtigung des Konsumenten durch 3D-Drucker und so weiter. Ihr Ziel war mehr, neue disruptive Geschäftsfelder zu ergründen. Der damalige Wired-Chefredakteur Chris Anderson, der hat sich dann als einer der Hauptakteure an die Spitze der sogenannten Maker-Bewegung gesetzt und etwas, was eigentlich jahrelang weitestgehend unbemerkt ein Dasein in den Garagen von Bastlern, in Forschungsabteilungen, zum Beispiel beim MIT Media Lab, gefristet hat und hat das auch nach vorne gebracht und sichtbar gemacht. Heute ist die Frage, worin jetzt eigentlich die Innovation des Ganzen bestand und was daran spannend für uns ist. Also aus meiner Sicht, aus designtheoretischer Sicht, ist diese Bewegung, die ich jetzt so überblickshaft dargestellt habe und die Sie wahrscheinlich kennen,
Deswegen interessant, weil hier eine Verschiebung stattgefunden hat, und zwar weil Konstruktionspläne mit vergleichsweise komplexer Technologie im Netz geteilt und in so einem kollektiven partizipatorischen Prozess weiterentwickelt wurden. Also wir haben es dann mit einem dezentralen, sich selbst organisierenden System zu tun und mit einer schier unendlichen Entwicklung von Designobjekten und Formen, die so ohne Anfang und Ende quasi ist. Genau, da gab es das RepWrap-Projekt, aber auch aktuellere Formen der Anwendung dieser partizipatorischen Systeme, wo dann für Designer diese Plattform Open Structures von dem Holländer Thomas Lomé gegründet wurde, wo man basierend auf so einem Raster Dinge auch hochladen oder realisieren kann. Das sind durchaus interessante Ansätze, dass diese eher vielleicht bastlerische Form in Industriedesign-Prozesse zu übersetzen. Ja, mich interessieren solche Projekte auch mit Blick auf neue Formen der Arbeitsorganisation. Bruno Latour zum Beispiel bemerkt, dass von der Computerisierung geprägte Organisationen derart strukturiert sind, dass sich darin Wissen eher verteilt, als es sich an einem Punkt konzentriert. Er sagt, dass dann Organisationsformen, wie man an diesem Kollektiv oder an diesem losen Kollektiv Open Structures auch nachvollziehen kann, dass an solchen Organisationsformen, ich zitiere, ihre örtlichen Interaktionen und Aufträge viele Computer, Datenbanken, Artefakte und intelligente Technologien, viele Geschichten, Kalkulationszentren und Informationsverarbeitungsräume, also viel verteilte und situierte Kognition hinzugefügt werden. Man kann nicht mehr eindeutig feststellen, und das ist jetzt so der entscheidende Satz, ob es sich bei einem Computersystem um eine begrenzte Organisationsform handelt oder ob eine Organisationsform eine erweiterte Form von Computersystem darstellt. Zitat Ende. In ganz ähnlicher Weise profitiert zum Beispiel der Open-Source-Design-Prozess von der Verteilung des Wissens auf Plattformen, in einzelnen Werkstätten und in Fab Labs. Und dann lösen sich eigentlich die Grenzen zwischen dem Analogen und dem Digitalen eher auf, sofern, wie Latour bemerkt, man gar nicht mehr feststellen kann, ob ein System eine begrenzte Organisationsform ist oder ob die Organisation wiederum nur eine Erweiterung des Computersystems darstellt. Es ist also die Frage, ob unsere Schreibtische und Werkstätten nunmehr Erweiterungen und Ausdruck, also das Supplement des Digitalen sind und auf das dann wiederum unsere Artefakte, die wir so als Designer produzieren, referenzieren, oder ob wir sie noch als eigenständige Entitäten begreifen müssen. Dass diese Frage wiederum unentschieden bleiben muss, ist gleichsam selbst dann schon ein Ausdruck dessen, was mit dem Begriff der Postdigitalität beschrieben wird. Wir sollten uns nicht verleiten lassen, den Begriff der Postdigitalität dann mit Blick auf diese Phänomene so zu verstehen, dass Digitale sei vorüber oder obsolet. Also wenn wir sagen, dass wir jetzt Dinge handwerklich, in einem digital-handwerklichen Prozess produzieren und ins Material übersetzen, dann haben wir eine neue Form von Materialität und keine Regression in vordigitale handwerkliche Zeiten. Also dass der Begriff postdigital heißt halt eben nicht, das Digitale sei vorbei und wir würden jetzt alles nur handwerklich produzieren. Das kann man missverstehen, aber ist nur so als gemeint ist also vielmehr der Umstand, dass Strategien des Digitalen, also zum Beispiel das Entwickeln von Programmen in einem netzwerkhaften partizipativen Prozess, ich habe hier so eine Fliege, die mich so ein bisschen adressiert. Dieser netzwerkhafte partizipative Prozess, den wir eigentlich aus der Softwareentwicklung kennen, wurde also auf die Produktion von analogen Prozessen übertragen, die wiederum ehemals in abgeschlossenen Entwicklungsabteilungen der Industrie stattfand. Ja, und jetzt muss ich doch noch so ein bisschen Begriffsarbeit leisten und fragen, was dann irgendwie die beiden Sphären sind, deren Grenzen da nun verschwimmen.
Denn die begriffliche Unterscheidung, die ursprüngliche, des Analogen vom Digitalen, leitet sich aus der Sphäre des Technischen ab. Also während analog das einfache und kontinuierliche Signal meint, sind digitale Signale zählbar. Im Design hängt diese Unterscheidung aber nicht nur mit den technischen Prinzipien zusammen, auf denen sie basiert, sondern sie steht auch in Verbindung mit so einer allgemeineren Idee des Entwerfens, die eigentlich eine Trennung zwischen Zeichnung und Modell beziehungsweise zwischen Konzeption und Ausführung vorsieht. Also in unserem Denken als Designer haben wir eine Zeit lang das so ein bisschen kurz geschlossen. Also die Unterscheidung des Digitalen vom Analogen war so, das Digitale ist das Konzeptionelle und das Analoge ist das Materielle. Und dann ist sozusagen die Zeichnung, die Digitale auf der Seite der Konzeption und das Modell auf der Seite der Ausführung. Holzschnittartig gesprochen und die jeweiligen besonderen Implikationen des Zeichnens am Rechner außer Acht lassen, also die Produktion von CAD-Daten, das muss man so ein bisschen framen, kann durchaus auch handwerkliche Qualitäten und materielle Eigenheiten haben, könnte man sozusagen Techniken des digitalen Zeichnens im Design dann auf die Seite der Konzeption schlagen und demgegenüber die Realisierung im Material anhand der vorher im digitalen Raum gewonnenen technischen Zeichnung als Ausführung betrachten. Und das geht dann, diese Trennung zwischen Entwurf und Ausführung geht zurück auf Vasari, der zwischen Idea und Forma unterschieden hat. Ja, und wir wollen natürlich diese Arbeitsteilung zwischen Entwurf und Produktion nicht völlig aufgeben, weil sie eigentlich für das Design als solches grundlegend war. Weil ja erst indem wir gefunden haben, dass es jemanden gibt, der etwas entwirft, mussten wir auch Designer werden. Ne? Und wenn man aber auf den Designprozess der Gegenwart blickt, ist die Unterscheidung zwischen Idea und Forma problematisch, weil das Bilden physischer Modelle in unterschiedlicher Ausprägung schon selbst Bestandteil des Entwurfs ist. Also ein Entwurfsbegriff, der gedanklichen Idee den Vorzug gegenüber der Materialisierung gibt, verkürzt das Design dann auf seine kognitiven Momente. Es ist noch so ein bisschen durcheinander, weil es ja meine aktuelle Forschung ist. Was ich eigentlich bloß versuche zu sagen, ist, dass wir haben zwei Unterscheidungen. Die eine ist zwischen dem Digitalen und dem Analogen und die andere ist zwischen Entwurf und Produktion. Und beides wurde sozusagen kurz geschlossen in der Vergangenheit, also weil wir eine Zeit lang vor allem als Gestalter Renderings produziert haben. Das war mal so, eine Zeit lang war das mal so in vielen Designabteilungen als Ausdrucksmittel sehr gängig. Und die heutigen Phänomene des Open Designs unterlaufen all diese Trennungen eigentlich und lösen sie auf, sodass wir dann wiederum von Postdigitalität sprechen, weil es sich eben um eine Grenzauflösung handelt. Also Richard Sennett hat ebenfalls auf dieses Problem aufmerksam gemacht, das ich gerade so ein bisschen unordentlich skizziert habe. Er hat gesagt, dass wir im Zuge der industriellen Produktion, also als das Design überhaupt erst ins Leben gerufen wurde und der damit einhergehenden Trennung von Entwurf und Produktion, das Handwerk mehr als etwas Reproduzierendes, denn als etwas Konzeptionelles verstanden haben. Und dies hat auch den Blick auf die Modellbauprozesse des Designs verstellt, denn hier galten insbesondere CAD-Programme oftmals weniger als Werkzeuge handwerklicher Arbeit, denn als Planungsmaschinen, die genaue Ergebnisse liefern. Also müssen wir diese Unterscheidung von Idea und Forma ein bisschen problematisieren, weil wenn man auf neue digitale Produktionsverfahren schaut, gibt es keine gereinigten Prozesse des Digitalen und des Analogen mehr, weil Idea und Forma ineinander fließen. Also ich versuche gerade mal das zu erklären, also weil man in dem Moment, wo man etwas produziert, gleichermaßen auch entwirft. Also dieser Drucker war angeschlossen an einen an so einen Scanner und man konnte mit der Hand
diese Tassen modellieren. Also man konnte so gleichzeitig modellieren und das war so ein unendlicher Prozess, also so ein Interaktionsprozess. Ja, was meine ich denn mit diesem Ineinanderfließen von Idea und Forma? Hier scheint sich dann ein Verständnis des Postdigitalen auszubuchstabieren, wie es der Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder skizziert. Vielleicht kennen Sie Felix Stalder. Er schreibt, dass die ästhetischen Projektionen, also Immaterialität, Perfektion und Virtualität, die nach wie vor das Bild des Digitalen bestimmen, verworfen werden. Also wir haben es dann, wenn wir von solchen Projekten sprechen, die Dinge unmittelbar realisieren und die aber gleichzeitig als digital markiert sind, weil ja diese Objekte zum Beispiel diese Polygonstruktur haben und damit irgendwie immer noch referenzieren auf das Digitale, dass diese Projekte halt eben nicht mehr nur auf dem Bildschirm sind, sondern eben gleichzeitig auch hervorgebracht werden unmittelbar. Felix Stalder führt aus, dass infolge dieser Grenzauflösung, ich zitiere, insbesondere prozessuale und auf Interaktion ausgerichtete Praktiken, die sich zunächst innerhalb der digitalen Medien entwickelten, mittlerweile in immer mehr Kontexten und in immer mehr Materialien auftauchen. Also wir haben es mit Digitalität zu tun, aber diese reicht in das Materielle hinein und umgekehrt, was sich ja dann auch an den Projekten der Istanbul Design Biennale von 2012 zeigen lässt und was ich gleich auch noch genauer darstellen will. Ja, ich möchte noch weiter sprechen über Felix Stalder, weil er das Phänomen sehr gut erklärt. Für ihn steht Postdigitalität zudem in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer kulturellen Verschiebung durch die Digitalisierung, die alle Lebensbereiche umfasst und quer zu disziplinären und kulturellen Traditionen verläuft. Die Rede ist bei ihm dann insbesondere von, ich zitiere, von einer spezifischen Form der Kultur, des Austauschs und des Ausdrucks über viele inhaltliche, soziale und lokale Differenzen hinweg. Was man dann, also deswegen sind für mich diese Beispiele, die in dieser Biennale gezeigt wurden, so paradigmatisch, weil also diese Selbstbau-3D-Drucker, die wir natürlich alle kennen, weil sie eben diesen Austausch zum Ausdruck bringen, weil halt so viele verschiedene Akteure daran beteiligt waren und eben nicht nur genuin Designer. Felix Stalder wiederum benennt dann drei wichtigste Formen einer Kultur der Digitalität, also vor allem Referenzialität, damit ist dann so etwas wie Sampling, Recycling und Umnutzung gemeint. Er schreibt hierzu, das sei die Nutzung bestehender kultureller Materialien für die eigene Produktion. Und Auswählen und Zusammenführen seien dann basale Akte der Bedeutungsproduktion. Dabei steht dann natürlich auch so ein klassischer Designbegriff auf dem Spiel, der irgendwie sagt, dass Design immer neue Dinge produzieren muss. Und ja, das ist dann so ein bisschen so ein postmoderner Designansatz. Felix Stalder benennt dann auch Netzwerkhaftigkeit und Gemeinschaftlichkeit als Aspekte einer Kultur der Digitalität. Also wir haben drei Aspekte, Referenzialität, Netzwerkhaftigkeit und Gemeinschaftlichkeit. Er spricht von dem Design eigentlich als einer Generaldisziplin dieser Postdigitalität. Also in diesem 2017 erschienenen Buch ist eigentlich ganz schön, dass das Design da so eine wichtige Rolle spielt und eben nicht nur die Kunst. Und das macht auch Sinn, sofern wir es immer häufiger mit Gestaltung zu tun haben, die Gegebenes rekombinieren, die vernetzt und gemeinschaftlich stattfinden. Was ich dann weiter noch interessant finde, ist, dass diese Grenzauflösung und Vernetzung, wenn man in die Designgeschichte zurückschaut, auch schon in Designprozessen angelegt waren, die vor der Einführung dieser Rapid Prototyping-Techniken und vor dem Digital Turn lagen. Also jetzt springe ich nochmal an meinem Vortrag, der eigentlich eher so eine Materialpräsentation ist, als nur ein Argument versucht, streng zu formulieren. Hier habe ich ein ganz interessantes Beispiel gefunden, was einige von Ihnen vielleicht kennen, und zwar das Projekt CyberSyn. Wer kennt das von Ihnen?
Okay, von Gibbon Siepe. Also Gibbon Siepe war in den 1970er Jahren maßgeblich an diesem Projekt beteiligt. Er war Ulm-Absolvent und auch später Dozent. Und dieses Cybersinn war ein Projekt für die chilenische Regierung unter Salvador Allende und das ist mit dem Putsch von 1973 und der Errichtung der Militärdiktatur geendet. Gibbon Siepe war so freundlich, mir Materialien zu diesem Projekt zukommen zu lassen, und er hat mir geschrieben, dass, ich zitiere, das vor knapp zwei Generationen in Chile entwickelte Projekt wird heute im Rahmen der aktuellen Debatte über Big Data als ein Proto-Internet betrachtet. Ein Baustein des Projekts Cybersyn oder Synku bestand im Entwurf des Interface für das hochkomplexe und ambitiöse Management- oder Planungszentrum Ops Room oder Operations Room der chilenischen Wirtschaft. Das Interface setzte sich zusammen aus einem Ensemble materieller wie immaterieller Artefakte, die das Frontend des Systems bildeten und die es den Nutzern ermöglichten, dieses System zu nutzen und zu handhaben. Mittels des Interface wurde das System erfahrbare Realität. Also wir sehen hier diesen Control Room, und der diente dazu, ein System von Fernschreibern zu kontrollieren, die miteinander verkoppelt waren und mittels derer die Informationen der Staatsbetriebe in diesem demokratisch-kommunistischen Experiment, das dort damals gewagt wurde, auszutauschen. Und es ist zugleich ein sehr produktiver Begriff von Interface, weil er eben auch auf das, nicht nur auf das Interface als Fläche schaut, sondern, also Gibbon Siepe hat halt diesen sehr produktiven Interface-Begriff, der eben Analoges und Digitales auch eher als Verbindung sieht und nicht auf die Grenzen schaut, sondern auch postdigital eigentlich ist. Und zwar schon in den 70er Jahren. Also dieser Operations Room verband das System aus Fernschreibern und bildete zugleich das physische Interface eines solchen prototypischen Internets. Es beinhaltete die seinerzeit mit Hilfe von 500 Telex-Geräten hergestellte Vernetzung der 150 in Gesellschaftseigentum überführten Unternehmen. Ja, gleichwohl muss man sagen, dass dieses Cybersyn-Projekt, so visionär es auch war, eigentlich eher ein Ausnahmefall in der Designgeschichte ist als irgendwie die Regel. Später lag der Fokus der alltäglichen Designpraxis vor allem auf Planungstools und Simulationsprogrammen, an die auch an der HFG Ulm große Hoffnungen herangetragen wurden. Und so blieb ein auf reine Daten, auf Simulationen reduzierter Designprozess, in dem vor allem digitale Darstellungen produziert wurden, das bildete sozusagen einen problematischen Aspekt des Industrial Designs, von dem wir jetzt halt im Moment abgekommen sind. Also wir haben sozusagen dieses Paradigma der Simulation überwunden. Das ist so ein bisschen meine These. Also durch das CAD hatte sich dann eine Zeit lang das Design entmaterialisiert, also in den 1990er und Nuller Jahren, und Oliver wird mir da bestimmt widersprechen, aber es gibt immer wieder Ausnahmefälle natürlich. Also Bruno Latour zum Beispiel hat das sehr stark beklagt in einem Vortrag vor der Design Research Society und hat gesagt, dass wir trotz aller Versuche, das Entwerfen durch digitale Werkzeuge zu vereinfachen und vor allem trotz aller Möglichkeiten in parametrischen Prozessen immer aufwendigere Formen zu erzeugen, noch immer damals nicht in der Lage waren, Dinge mit all ihren Interaktionsebenen gänzlich abzubilden. Also er schreibt, ich zitiere, 50 Jahre nach der Entwicklung von CAD-Programmen sind wir noch immer ziemlich unfähig, das, was ein Ding in all seiner Komplexität ist, an einem Ort zusammenzuziehen, zusammenzuzeichnen, zu simulieren, zu materialisieren, annähernd wiederzugeben, vollständig im originaltreuen Maßstab heranzuzoomen und zu modellieren. Wir wissen, wie wir Objekte zeichnen, genau, und ich bin so ein bisschen gesprungen. Wir wissen, wie wir Objekte im dreidimensionalen Raum sich bewegen lassen können, wie wir sie durch die computerisierte virtuelle Res Extensa schweben lassen können,
wie wir sie mit einer großen Zahl von Datenpunkten markieren können, etc. Und doch ist uns vollkommen bewusst, dass der Raum, in dem diese Objekte sich so mühelos bewegen zu können scheinen, der utopischste oder atopischste aller Räume ist. Zitat Ende. Also dieses längere Zitat, das ich jetzt gerade wiedergegeben habe, sagt im Prinzip, dass CAD-Programme eben die Komplexität von Design nicht simulieren können und dass ein Produkt nur durch sich selbst letzten Endes oder allenfalls durch einen Prototypen repräsentiert werden kann. Produkte sind zum Beispiel eingelassen in Netzwerke, das ist ein typisches Latour-Argument, sie sind viel vielschichtiger aufgebaut, als bloß eine Form oder Oberfläche zu sein. Und sie können eben nicht auf ihr reines Material oder ihre reine Technik reduziert werden. Genau, das ist noch so ein weiteres Bild aus diesem Cybersinn-Projekt. Also brauchen wir als Designer viele Entwurfsebenen und Werkzeuge digitaler und analoger Art, zwischen denen wir ständig vermitteln müssen. Und das wirft uns dann wieder zurück auf das Problem der Interaktion, was ja bei Gibbon Siepen eine wichtige Rolle spielt, auf das aber auch Latour immer wieder abhebt. Also diese Verweise auf die Eigenheiten der digitalen Werkzeuge und der Verweis auf die Komplexität des Produktdesigns betrifft insbesondere die Gestaltung der Interfaces, die wiederum uns als Entwerfer in ein Verhältnis zu dem digitalen Ding, das wir auf unserem Bildschirm vielleicht haben, mit dem wir sozusagen interagieren. Wie ich eben schon angedeutet hatte, hat Gibbon Siepe, und das setzt irgendwie ja auch das Design voraus, was er in diesem Kontrollraum realisiert hat, er hat einen sehr besonderen Begriff von Interface oder von Digitalität, insofern als dass er das Interface nicht als eine zweidimensionale immaterielle Angelegenheit auf dem Bildschirm versteht. Er hebt hervor, dass das Interface nicht eine Sache ist, sondern die Dimension, in der die Interaktion zwischen Körper, Werkzeug, dem Artefakt, dem dinglichen wie dem zeichengebundenen Artefakt und dem Handlungsziel gegliedert wird. Das Interface erschließt den Werkzeugcharakter von Objekten und den Informationsgehalt von Daten. Interface macht aus Vorhandenheit in Heideggerscher Terminologie Zuhandenheit. Also wir haben jetzt eine ganze Menge von Begriffen. Wir haben das Digitale versus das Analoge, dann haben wir den Entwurfsbegriff und die Frage, was Entwerfen und Ausführung ausmacht, und dann haben wir das Interface, was gewissermaßen so als vermittelnde Instanz fungiert. Also ich glaube, dass wir diesen Begriff des Interface brauchen, wenn wir verstehen, was heutige digitale Prozesse für uns als Designer sind. Also diese Projekte, die ich gezeigt habe, sind zwar einerseits spannende Entwürfe als Entwürfe, sie sind zugleich aber auch immer Werkzeuge für uns als Gestalter. Also es ist sozusagen eine doppelte Bedeutung für uns. Zum Beispiel dieses Open Structures ist, könnte man auch wie eine Form von, ja, es ist auch ein Interface letzten Endes. Und das ist sozusagen dem Phänomen der Postdigitalität von jeher immanent, dass es eben schwer ist, diese ganzen Prozesse, die sich da verstricken, auseinander zu dividieren. Auch hier hilft es mir wieder, mir historische Beispiele anzuschauen, denn auch als CAD-Tools für uns überhaupt erst entwickelt worden sind, hat man sich schon mit der Interaktion beschäftigt und mit der Zuhandenheit der digitalen Werkzeuge, die Gibbon Siepe fordert. Da gibt es, früher konnten Computer ja nur von Spezialisten mit Programmierkenntnissen genutzt werden und man hat dann durch die Gestaltung der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine Lösungen für diesen Dualismus von digitalen und analogen Weisen der Darstellung versucht zu finden. Da gab es dann Ivan Sutherlands 1963 als Dissertation am MIT entwickeltes Programm Sketchpad, das so einen Leuchtstift als Interface vorgesehen hat.
Zwar konnten hier nur in zweidimensionaler Ansicht einfache Formen auf einem Bildschirm gezeichnet werden, aber die Eingabe von Daten erfolgte mit Hilfe von diesem Leuchtstift auf einem Röhrenbildschirm. Das Ende des Leuchtstiftes erzeugte einen Lichtblitz, der die lichtempfindliche Schicht des Röhrenbildschirms aktivierte, und auf diese Weise konnte die Position des Stiftes berechnet und in einen Punkt auf der Zeichenfläche übersetzt werden. Mich interessiert hier, dass Sutherland einen Stift nutzte. Das kann als ein Versuch gesehen werden, die Schnittstelle zwischen dem Designer und der Maschine derart zu gestalten, dass der Vorgang des Zeichnens dem analogen Zeichnen mit Papier und Stift möglichst nahe kommt. Und Sutherland selbst sah für seine Entwicklung insbesondere Designer, Architekten und Künstler als Zielgruppe. Diese sollten dann auch Zugang zu Computern erhalten, was damals noch nicht der Fall war in dieser Form, wie wir es heute kennen. Zu diesem Programm Sketchpad gehörte auch ein Plotter, der dann die digitale Zeichnung auf Papier übertrug. Ja, und heute ist es eben so, dass Designer und Ingenieure immer mehr auch an solchen natürlichen Interfaces arbeiten, also es gibt immer wieder den Versuch, die Idee dieser direkten Eingabe aufzugreifen, indem intuitivere Weisen des Zeichnens mit neuen Formen der Materialisierung verbunden werden. Jetzt springe ich nochmal, und zwar möchte ich nochmal auf einen anderen Punkt abheben, und zwar ist eine weitere Idee von mir, dass das digitale Design seine besten Momente eigentlich heute außerhalb von Firmenabteilungen hat, sondern vor allem dort gut funktioniert oder interessant für mich ist, wo es an Forschungszusammenhänge aus den Ingenieurs- und Naturwissenschaften anschließt. Weil hier, und da geht es auch oft um die Technik additiver Fertigung, immer mehr Projekte entstehen, die Handwerk und Technik mit Konzepten verbinden, die das Verhältnis von Serialität und Singularität adressieren oder wo sozusagen die Maschine selbst performativ mittels Video in Szene gesetzt wird und so weiter. Also das typische Beispiel aus diesem Zusammenhang ist der Solar Sinter von Markus Kaiser von 2011, dieser solarbetriebene Drucker, der anhand eines Laserstrahls Wüstensand schichtweise zu Skulpturen formt. Dieser Solar Sinter selbst ist auch zum Sinnbild für das transformatorische Potenzial von solchen Techniken, also von additiven Fertigungsmethoden geworden und auch in diesem medialen Diskurs, den ich am Anfang anzitiert hatte, zu einem Objekt geworden, was immer so durch die Feuilletons gegeistert ist. Also Felix Stalder wiederum schreibt auch, dass gerade diese wirkungsvolle Inszenierung von den Prozessen selber nochmal in den digitalen Medien auch ein Aspekt der Kultur der Digitalität ist. Also man kann diese Projekte halt auf vielen Ebenen untersuchen. Die Inszenierung des 3D-Druckers in Interaktion mit dem Operator, also Markus Kaiser selbst, hat dem RCA-Absolventen dann zu einiger Popularität verholfen. Ich möchte Sie dann noch auf ein Projekt aufmerksam machen, das auch ähnlich spannend ist und dass vielleicht diese Überlagerung und diese Verschiebung sehr gut zum Ausdruck bringt, die dieses postdigitale Design ausmacht. Das sind die Projekte der Industriedesignerin und Kunsthistorikerin Babette Wiezorek aus Berlin-Weißensee. Die hat einen Keramikdrucker gebaut und darin parametrisches Design und traditionelles Handwerk verbunden. Also sie hat das, was Unfold gemacht haben, nochmal weiterentwickelt. Denn aus technischer Sicht ist das Setup ihres Projekts, dessen Titel lautet Zirkuläre Prozesse und Rückkopplungen in additiven Fertigungsverfahren, also es klingt schon so ingenieursmäßig, dieses Setup mit einem Pastenextruder ist zunächst nicht außergewöhnlich. Also dieses Gestell des Druckers basiert auf einem ganz üblichen Prinzip, weil es sich um einen Delta-Drucker handelt, dessen Druckkopf an drei Armen hängt. Mit Druckluft, für diejenigen, die dieses Prinzip noch nicht kennen, wird da eine keramische Masse, in diesem Fall Porzellan, durch einen Extruder gepresst, der auf einer Druckplatte aus Gips schichtweise ein Modell aufbaut.
Interessant ist für mich an dieser Stelle eher der Übergang vom digitalen Modell zum im Drucker entstehenden Artefakt. Diese meandernden, ineinander verschränkten Strukturen, die in dem Drucker entstehen, muten an wie Glitch-Art. Der Entwurf nutzt einen beim 3D-Druck üblichen Fehler, den sogenannten Y-Shift, bei dem eine Schicht verrutscht. In diesem Fall aber handelt es sich nicht um einen Fehler, sondern um einen experimentellen Prozess, in dem eine Rückkopplung zwischen der materiellen Herstellung und der Programmierung der Form stattfindet. Also hier sieht man nochmal das ganze Setup. Hier ist die Keramikmasse, die dann hier aufgetragen wird. Die Druckplatte, die sieht man hier, aus Gips ist beweglich gelagert, sodass sie immer dann, wenn das Material ein bestimmtes Gewicht erlangt, aus der Balance gerät. Ein Grasshopper-Skript, das mit der Druckplatte über einen Sensor in Verbindung steht, sorgt dafür, dass der Drucker die Form des Modells noch im Prozess verändert, sodass die Platte sich wieder stabilisiert. Dort, wo die Platte nach oben kippt, wird in sich überlagernden Schleifen mehr Material aufgebracht als dort, wo sie nach unten kippt, ist ja klar. Es entsteht dabei eine zylindrische Form, die jedoch jedes Mal unterschiedliche Strukturen aufweist. Ja, und bei dem Grasshopper-Skript von Babette Wiezorek liegt nun das eigentlich spannende Moment, weil die Form quasi live generiert wird, also anhand des Pfads den Grasshopper als Reaktion auf die Daten des Sensors beziehungsweise als Reaktion auf das vom Material verursachte Kippen der Platte erzeugt, werden dann die materiellen und die digitalen Aspekte des Druckens miteinander verbunden. Hinzu kommt, dass der Drucker und das Skript theoretisch endlos laufen könnten und dass es sich dann bei den Formen, die entstehen, immer nicht um abgeschlossene Artefakte handelt, sondern um Ausschnitte aus einem Prozess dieser endlosen Rückkopplung. Ja, und mein Argument ist so ein bisschen, dass dann hier eine neue Kategorie von Artefakt entsteht, das außerhalb des Industriellen passiert, aber auch außerhalb unserer Unterscheidungen, die wir sonst im Design haben, also zwischen analogen und digitalen oder zwischen Entwurf und Ausführung. Ja, und weiter möchte ich dann noch analysieren, wie dann nicht nur durch das Technische, sondern auch durch diese kulturelle Verschiebung, die vor allem Felix Stahl da analysiert hat, durch die, also diese Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Netzwerkhaftigkeit, das nochmal so eine andere Denkweise eigentlich ist und eben nicht nur etwas Technisches, sondern etwas Kulturelles, dass die solche Projekte überhaupt erst ermöglichen. Und ich finde, dass hier das Design ansetzt, wenn es sozusagen progressive Projekte jenseits von reinen Simulationen, wie sie Bruno Latour kritisiert hat oder Richard Sennett, wenn das Design solche Projekte liefern will, solche progressiven Projekte jenseits der Simulation, sollte es eben dort ansetzen, wo es so um Forschung geht eigentlich. Ne? Also ich will eigentlich die Designforschung, die angewandte, stark machen. Ja, es ist jetzt ein bisschen durcheinander gewesen, deswegen hoffe ich auf eure Fragen. Es sind viele Begriffe vorgekommen. Sandra hat den Aufschlag. Organisiere für die Fragerunde. Muss jetzt gehen? Ah, prima. Also, es gibt, da ist ein Gyroskop drin. Und der Sensor nimmt das Gewicht auf. Also wenn die Platte kippt, dann reagiert das Skript, indem es an einer anderen Stelle mehr Material, also mehr Schleifen generiert. Weil dieser Code, das ist ein Live-G-Code-Generator. Und ja, dieses Projekt ist halt sehr anschaulich, weil es eben so alles ineinander fließt quasi.
Dann mache ich mal mit ein paar Fragen weiter, würde ich sagen. Also waren ja ein paar ganz spannende Begriffe drin. Einer, der mir natürlich sofort aufgefallen ist, weil da ist der Guy Bonsipi relativ nah an diesem Interface-Begriff, den man auch bei Herbert A. Simon hat. Da gibt es ja diese schöne Form mit dem Thin-Interface, also mit diesem dünnen Interface, das sich zwischen zwei Komplexitäten legt, die innere und die äußere. Das bleibt dann irgendwie bei dem Herbert A. Simon eher mal irgendwie auch so einer Frage von Natürlichkeit, Dinglichkeit, also artifizieller Komplexität. Natürlicher, lebendiger Komplexität. Und spannend ist natürlich in diesen postdigitalen Vermischungen, dass wir ja ganz unterschiedliche Komplexitätsebenen eigentlich haben. Also wir haben ja Vermischung von Medien, wir haben ein Computermedium dazwischen, wir haben ein Materialmedium jetzt hier in dieser Installation dazwischen. Und da ist einerseits irgendwie erstmal die Frage drin, die Gestaltung von solchen Aufbauten, ja, das eigentlich halt etwas ist, was halt im Entwurf dieses Interface erst einmal organisiert, erst einmal gestaltet, wo wir eigentlich rausreißen sowieso aus dem klassischen Produktdesign, das ist sozusagen das Erste. Wie weit spielt das jetzt schon in deiner Rolle irgendwie eine Forschung? Also auch diese Frage nach diesen Verkopplungen von den Medien, nach diesen auch epistemischen Produktivitäten, die sich ja genau in solchen Momenten einstellen für uns Designer. Müssen wir jetzt als Gestalter sozusagen anfangen, irgendwie darauf zu achten, dass wir eigentlich genügend Komplexität auch auf der Ebene der Medien, mit denen wir arbeiten, in unsere Entwurfsprojekte einspeisen? Oder müssen wir uns da beschränken? Müssen wir da uns Strategien überlegen? Was meinst du? Ja, Sandra, danke für diese Frage, weil der Wissensbegriff und unser Wissen als Gestalter kommt dann natürlich an unsere Grenzen. Ne? Und ich habe ja anfangs so anhand dieser schon fast historischen Beispiele argumentiert, wo das gerade erst so anfing mit dieser Istanbul Design Biennale. Da gab es mal ein Makerboard, den konnte man zusammensetzen und bauen. Jetzt haben wir hier ein Projekt, wo sich alles quasi verschiebt und überlagert und ich glaube, dass nicht Sinn der Sache sein kann, zurückzugehen und zu sagen, wir machen jetzt nur noch Form und versuchen Komplexität zu reduzieren, sondern ich halte deswegen gerade solche Projekte für so sinnvoll und halte es sinnvoll für Designer, sich eben genau damit zu beschäftigen, weil das eben dann auch in die Forschung hineinreicht. Und eben dann ist die Frage des Interfaces auch wieder wichtig, weil man ja irgendwie selbst sich einen Zugang schaffen muss. Also man muss sich erst sein eigenes Interface gestalten, um gestalten zu können dann. Ich hoffe, ich habe das beantwortet. Ja, auf jeden Fall. Das schließt natürlich irgendwie gleich die nächste Frage an, die, glaube ich, auch für viele Studierende interessant ist, weil wenn man sich auf solche Herausforderungen einlässt, weil es sind ja wirklich Herausforderungen, dann ist man natürlich irgendwie sehr, sehr oft konfrontiert mit Momenten der Unsicherheit, eben weil man ja eigentlich in einem Bereich unterwegs ist, wo man am Anfang eigentlich seines Entwurfsprojekts, das ja erstmal damit beginnt, sich dieses Interface zu bauen, mit diesen Komplexitäten zu dealen, gar nicht weiß, wo man hingeht, man hat es mit Nichtwissen zu tun, man ist von sich selber herausgefordert. Also aus der Designforschung kommend, hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man irgendwie genau diese Momente am besten aushält oder vielleicht auch mal in eine Strategie überführt oder in eine Methode? Was passiert eigentlich, wenn ich mich sozusagen in meinem Entwurfsprojekt so dermaßen mit selbsterzeugter Unsicherheit belastet habe, dass ich irgendwie nicht mehr aus dem Quark komme? Ja, also das ist ja eine Abschlussarbeit, die recht lange gedauert hat, denke ich mal. Also sprich, das ist ja auch wieder ein Ausnahmefall, so wie jedes Projekt, was ich gezeigt habe. Und ich denke, so nach meiner DIS habe ich einfach für mich festgestellt, dass es am besten ist, wenn man eine Baustelle hat, die man jetzt gerade nicht lösen kann, dass man dann, gibt immer noch andere Baustellen, mit denen man sich, also man kommt, dann fügt sich das Ganze irgendwann zusammen. Also wie gesagt, es kann keine HFG-Ulm-mäßige Komplexitätsreduktion mehr geben. Also die Komplexitätsreduktion kann man nicht im Vorhinein analysieren oder durch analytische Denkmodelle irgendwie versuchen zu erzeugen, sondern das ergibt sich aus der Logik des Entwerfens als solchem. Also dass so ein iteratives und experimentelles Arbeiten eben ist. Und erst recht, wenn wir es mit solchen Projekten zu tun haben, wo das Scheitern immanent ist. Ne? Also auch gerade bei diesem Keramik-3D-Druck ist das Scheitern. Ja, also das ist ja hier nochmal anschaulich, also das sieht ja einfach auch aus wie ein gescheitertes Objekt selber nochmal schon, ne? Also, aber das ist eben auch möglich, ne? Es ist sozusagen okay, Projekte zu machen, die das Scheitern sichtbar machen auch, ja. Oliver?
Ja, das ist ein Kritikpunkt, den man an die Designerin durchaus richten kann. Also ich glaube, es hängt mit der Größe zusammen. Und hier war ihre Antwort, dass sie extra, das sieht man auf dem Bild nicht, aber die Teile haben keinen Boden, das heißt keine Vase. Also es ist einfach ein Materialexperiment, es ist komplett seiner Funktionalität beraubt. Also ja, genau, Markus Kaiser, das sieht man jetzt nicht auf dem Bild, aber der macht halt Schüsseln. Ja, genau, ja. 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 Das ist heute nicht mehr so. Das heißt, die Ökonomie läuft auf eine komplette Machine Learning hinaus. Das läuft in ein extrem komplexes System, was wir nicht mehr verstehen werden. Und die Designer beschäftigen sich mit Schüsseln. Ja. Also warum? Was ist das? Was ist das für eine Zeit? Ja, also der Teil der Story, den ich nicht erzählt habe, ist natürlich die Frage, ob das halt überhaupt irgendwas transformiert hat. Also ob diese nächste industrielle Revolution, die ausgerufen wurde, nachdem diese Biennale stattgefunden hat und nachdem dieser 3D-Drucker-Hype durch die Medien gegangen ist, ob der von der Schüssel oder der Vase ausgelöst wird und ob nicht an anderer Stelle vielleicht schon längst die Revolution unbemerkt stattgefunden hat. Also das wäre das, was du sagst. Die Frage ist halt, was dann mit der Arbeit passiert, ne? Wenn das Interface sich von uns entkoppelt und wir gar nicht mehr interagieren. Ne? Könnte man machen. Die Produktionsmittel zu Zeiten von Karl Marx in den Händen von wenigen waren. Also zu der Zeit, als wir das formuliert haben, haben wir uns gewünscht, dass sich diese Bildung verbreitet. Ja. Dadurch gibt ein, sagen wir mal, ein mehr an Personen gibt, die produzieren können. Ich sehe das aber noch nicht, weil wenn sich das nur auf die Schüsseln und Vasen beschränkt, ich glaube, das kann man sich nicht so einfach machen, weil also auch die Wege, die eigentlich zu unserer heutigen Form von Kapitalismus geführt haben und vor allen Dingen die Eigenlogik des modernen Kapitalismus, die ja auch immer sofort in der Lage ist, Gegenbewegungen in irgendeiner Art und Weise in diese Ökonomie auch der Mehrwertschöpfung einzuspeisen, das bleibt ja auch auf der Ebene von diesen Rip-Rap-Geschichten nicht aus, die kannst du jetzt auch kaufen, das wären auch Produkte, das wären auch wieder Momente der Mehrwertschöpfung, gestützt euch nochmal durch so eine Aufmerksamkeitsökonomie. Das braucht tatsächlich ein evolutionäres System, das wirklich ansetzt, das sich wirklich als eine Gegenstruktur entwickelt. Und wenn man sich anschaut, wie jetzt eigentlich diese auch die Ausdifferenzierung der Wirtschaft stattgefunden hat im Hinblick auf Kapitalismus, nämlich ausgehend vom Spätmittelalter, ausgehend sozusagen von der Erfindung und Formulierung des Eigentums, ausgehend von der Ablöse der Allmende, parallel laufend dazu natürlich auch gesellschaftliche Prozesse, die zu einer komplett anderen Form von gesellschaftlicher Struktur führen. Das alles verkoppelt sich wechselseitig.
dann merkt man eigentlich, dass diese Evolutionslinie nicht unbedingt steuerbar ist aus einem singulären Effekt, sondern es muss zu Verschaltungen kommen, die eigentlich nicht wirklich planbar sind, die auch sozusagen zu eigenadaptiven Verhalten in den eigenen gesellschaftlichen Bereichen führen, wo alles aufeinander reagiert, und das führt zu einer Form von Anpassung, die nicht so ohne weiteres konzipierbar ist. Und ich glaube, dass diese Bewegung da vielleicht was austestet, aber eher mal auf der Ebene des Ausprobierens, dann erstmal erfasst wird, so natürlich von den normalen kapitalistischen Strukturmomenten, und eigentlich erstmal noch darauf warten muss, dass diese experimentierten Möglichkeiten auf irgendeine Form von Resonanz stoßen, die in irgendeiner Art und Weise evolutionäre Mechanismen in Gang setzen. Nicht so richtig. Also ich habe das Gefühl, dass diese Entwicklung momentan stagniert und dass sich sozusagen die Interessen verlagern. Also ich finde dann eher solche Projekte wirklich spannend, wo es dann mehr darum geht, die Plattform zu gestalten, in der gestaltet wird. Das kann man jetzt hier nicht sehen. Es ist auch nicht so relevant, wie das Einzelne eigentlich aussieht, aber es gibt halt eine Plattform, die basiert auf einem Raster und so weiter. Und es kann natürlich nicht darum gehen, nur die einzelne Schüssel zu designen, aber bei diesem Projekt war das Entscheidende eben, es ist übrigens typisch, dass sie dann in dem Zeitungsartikel halt dieses Bild von den Tassen nehmen. Was das Interessante daran war, war ja der gesamte Aufbau eher. Und genau dieses, aber diese Frage, warum muss ich etwas so Aufwendiges durchlaufen, um halt dann ein einzelnes Teil zu produzieren, kann man sich natürlich auch stellen. Ja. Saskia? Ja, und zwar, wo ich jetzt gerade bei Oliver dran gedacht habe, diese Produktionsmittel, die ja irgendwie bei Marx, also nur wenige haben halt die Produktionsmittel und viele müssen eigentlich mitproduzieren und was weiß ich. Und jetzt halt so dieser Glaube, dass man durch diese neuen Technologien halt vom Konsument zum Prosument oder zum Produzent halt auch wird und alle feiern es ab, als alles wird total demokratisch, halte ich ein bisschen auch für Blödsinn. Oder also das ist jetzt vielleicht so meine spontane These, weil wir ja trotzdem einfach Interfaces brauchen, um auch damit zu arbeiten, und irgendjemand, und das sind auch wieder sehr wenige, gestalten die, und die bauen eigentlich das Artefakt, mit dem ich Artefakte, oder die bauen eigentlich das System, mit dem ich Artefakte schaffen kann, und indem sie halt nur gewisse Möglichkeiten, also bei Rhino, was weiß ich, Cut Surface, was weiß ich was, also mir geben, habe ich ja auch wieder total eigentlich eine eingeschränkte Toolbox. Also ist es eigentlich in dem Augenblick eigentlich überhaupt nichts Neues. Es ist halt trotzdem eigentlich wieder nur dieses, wie bei Stalder das ja auch, dieses Algorithmische. Eigentlich kommt bei mir erst was Gefiltertes an. Also ich habe nicht alle Möglichkeiten zu machen, was ich möchte, sondern ich habe halt irgendwie ein gewisses Set an Tools. Wo ich dann auch drüber nachdenke, weil du ja sagst, es gibt dann Open-Source-Plattformen, die versuchen das zu überkommen, die halt das Medium an sich halt versuchen zu gestalten. Also man will das Produktionsmittel oder die Tools halt oder die Software selber mitgestalten. Da habe ich noch so eine Idee gehabt, die ich interessant, vielleicht sogar problematisch finde, weil du ja auch über Artefakte sprichst. Und die ja auch immer im Rückblick einfach ganz viel Ausschluss oder überhaupt Ausschluss, Aufschluss darüber geben, wie Gesellschaft sich verändert hat, und wir darüber halt ganz viele Rückschlüsse ziehen können und auch irgendwie projizieren können, oh, was war blöd, was machen wir zukünftig. Da habe ich an Wikipedia gedacht, was ja auch ein super Open-Source-Ding ist, total Wissen, es wird ganz viel produziert und ganz viel zugänglich gemacht. Wo ich dann aber halt über Stall darüber nachgedacht habe, ist, dass aber bei Wikipedia keine Speicherung eigentlich passiert von Schritt zu Schritt. Es bewegt sich halt immer, und das ist ja dieses Digitale, was Stall da sagt, etwas hat keinen Anfang und kein Ende, wie bei einem Buch, ne, dieses Lineare, also dieses Buchmedium, sondern etwas formt sich immer wieder, also das ist ja das Moment des Digitalen. Und ich glaube, dass man da eventuell Probleme für die Zukunft produziert, weil wir gar nicht mehr wissen, wo wir angefangen haben, wo wir gerade sind und wo wir hinkommen. Also das könnte ich so als Problem sehen. Also wenn ich Wikipedia, also wenn ich versuche mir anzugucken, ich habe gerade meine Diplomarbeit geschrieben, wo es auch so grob darum geht. Also ich habe mir also Bücher besorgt, wo es um Geschichte geht, in denen ich
gewisse Artefakte, wie sie sich entwickelt haben, einfach nachvollziehen kann. Das kann ich ja bei Wikipedia gar nicht mehr. Ich habe einen Artikel und da haben halt irgendwie eine Person A, B, C dran gearbeitet und ich weiß aber gar nicht mehr, wo es angefangen hat. Es gibt keine Referenzen mehr und das macht, glaube ich, später viele oder eventuell könnte das Probleme produzieren, dass ich nicht mehr genau sagen kann, warum ist das Ding jetzt so und wo hat es überhaupt angefangen. Ja, das ist halt auch mit Blick auf die Arbeit, die wir als Designer machen, es kann sehr problematisch sein, aber auch sehr produktiv. Also ich versuche dieses Offene des Prozesses erstmal als etwas Produktives zu begreifen, weil es eben vielen Leuten ermöglicht, daran teilzuhaben. Auf der anderen Seite ist die Idee des abgeschlossenen Entwurfs halt nicht mehr da. Ob das jetzt ein Text ist oder ein Produkt, ist jetzt erstmal unwichtig. Also Selbstreflexion und selbst wie ich mich konstituiere, also wie ich mich definiere, mache ich ja auch über das, was ich produziere und dass ich das in Vergleich setze mit anderen Projekten. Aber wenn alles ständig nur im Fluss ist, kann ich es immer alles nur in dem Augenblick vergleichen und in dem Augenblick ist es ja schon wieder weitergeflossen. Also ich glaube, dass es total schwer wird, Vergleiche zu ziehen. Ich meine, wir sind Menschen, wir vergleichen halt einfach Dinge und können daraus halt Rückschlüsse ziehen. Ja, also das Moment des Produkts ist bei diesen Projekten, wenn man sich das streng anschaut, eigentlich mehr so das Bild von dem Aufbau dann eigentlich. Und da gibt es dann doch sowas wie einen Moment der Abgeschlossenheit, weshalb dann eben am Ende die Tasse dabei herauskommt. Also ich glaube, dass es weiterhin auch irgendwie sowas wie Vollendung von Projekten geben wird. Also ja, aber es ist ja auch ein Kennzeichen der gegenwärtigen Arbeitswelt, dass es so im Fluss alles irgendwie ist und darauf müssen wir uns, glaube ich, einstellen, aber das kritisch zu betrachten ist auf jeden Fall auch notwendig. Ich wollte auch noch sagen, zu Olivers Frage mit dem Manifest, das du geschrieben hast, also diese ganze Auseinandersetzung, die ich jetzt irgendwie seit 2-3 Jahren habe, hängt natürlich irgendwie auch zusammen, dass ich hier bei dir studiert habe, ne? Sonst das hat mich natürlich auch beeinflusst. Und ich habe aber gemerkt, nachdem ich aus dieser Hochschule rauskam, dass das nicht alles selbstverständlich ist, ne? Also ihr alle seid ja auch davon beeinflusst, aber wenn ich das in anderen Kontexten präsentiere, dann ist es wiederum nicht für alle klar, dass es sowas wie offenes Design gibt, dass es eine Verschmelzung von Analogen und Digitalen gibt, dass es eine kulturelle Verschiebung ist, die sich da auch abspielt, auch in anderen Bereichen des Lebens. Und deswegen finde ich, ist dieses Projekt notwendig, also dass man sich damit nochmal vielleicht auch historisch beschäftigt, wie das Design da selbst seine eigenen Werkzeuge designt hat. Ne? Wir haben eine weitere Wortmeldung. Dankeschön. Mir ist noch was eingefallen zu dem Thema, warum man so einen komplizierten Prozess durchläuft, wenn man dann am Ende eh nur eine Vase hat, die man so auch hätte drehen können oder sowas. Es ist ja so, dass man hat ja durch so Technologien wie 3D-Druckmöglichkeiten Geometrien oder also allgemein Formen herzustellen oder durch zum Beispiel Programmierung Formen am Computer zu konstruieren, die man jetzt so durch traditionelle Methoden nicht konstruieren oder herstellen könnte. Nur das Problem ist halt, dass die meisten von uns noch im Entstehungsprozess so feststecken, in den Denkmustern, die so auf dieses klassische industrielle Zeitalter, die da halt entstanden sind. Also wenn man jetzt anfängt, dann in CAD irgendwas zu konstruieren, fängt man halt mit einem extrudierten Zylinder an, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Also das ist halt eigentlich, weil die Dreiachsfräse in der Metallwerkstatt so ungefähr kann diese Geometrie herstellen und deswegen fängt man damit an. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Von dem her ist eigentlich was, wo man sich gedanklich, wo sich noch viele an die Technologie eigentlich anpassen müssen, um die wirklich ausnutzen zu können. Ja, das stimmt. Es braucht so eine spezifische Denkweise und auch eine Kenntnis der Werkzeuge, aber das ergibt sich ja auch nach und nach im Verlauf des Studiums. Also es ist ja jetzt nicht schlimm. Außerdem, da habe ich auch manchmal Streit mit meinen Kollegen, gibt es weiterhin industrielle Produktion? Also auch wenn meine Auseinandersetzung mir selbst nahelegt, dass es irgendwie vor allem 3D-Drucker gibt,
So gibt es vor allem eigentlich industriell produzierte Dinge und die muss ja auch irgendjemand entwerfen, weiterhin auf absehbare Zeit. Also es ist nicht nur anachronistisch, den Zylinder zu nutzen, der von der Fräse bearbeitet werden kann. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei Annika, dass sie hier war und uns ihren Vortrag und ihre neue Arbeit gezeigt hat. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht und ich freue mich dann auf die Publikation, die dann irgendwann rauskommt. Wir gehen jetzt noch zu San Marino. Wer uns begleiten möchte, darf mitkommen. Ich kann euch aber nicht einladen. Das sage ich nur so.